Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Aloe Original. Mein Name ist Luisa und ich bin die Produkte-Expertin bei uns im Team und ich möchte dir heute ein paar Tipps verraten, wie du unser Forever Aloe Scrub anwenden kannst. Denn es ist nicht einfach nur irgendein Peeling, du kannst ganz viel mit diesem Peeling machen und das Tolle an dem Peeling ist, dass es super sanft ist. Das heißt, es ist wirklich für jeden Hauttyp geeignet, auch für eine empfindliche Haut. Und wir haben hier ganz viel Aloe drin und diese Mikrokügelchen, die du spürst, das sind quasi Kügelchen aus der Jojoba-Bohne. Das heißt, sie lösen sich dann auch auf und geben ihren wertvollen Inhalt frei sozusagen, die volle Kraft der Jojoba-Bohne. Das heißt, es ist auch ein sehr, sehr pflegendes Peeling. Und es ist nicht nur ein Peeling, das du im Gesicht anwenden kannst, aber natürlich kannst du das und das solltest du auch, denn ein gutes Peeling kommt von einem Peeling. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Haut regelmäßig peelst. Aber eben nicht nur im Gesicht, sondern wir verlieren ja am Tag zwischen 30.000 und 40.000 Hautschüppchen. Und das nicht nur im Gesicht, sondern am ganzen Körper. Daher ist es ganz wichtig, am besten stellst du es in die Dusche. Bei mir steht es auch in der Dusche. Und dann kannst du regelmäßig alle 2-3 Tage deinen kompletten Körper damit peelen. Und du wirst wirklich merken, was sich auch verändert. Deine Haut wird viel aufnahmefähiger für die nachfolgende Bodylotion. Deine Haut fühlt sich viel weicher und sanfter an. Ja, und was du auch machen kannst, und das ist ein absoluter Geheimtipp. Du kannst deine Kopfhaut damit peelen. Vielleicht kennst du das auch, dass du vielleicht immer so ein bisschen mit fettigem Ansatz zu kämpfen hast. Ich persönlich kenne das und seit ich meine Kopfhaut regelmäßig peele, wird das schon viel besser. Oder du wünschst dir vielleicht mehr Haare, dann kannst du natürlich auch hier die Zirkulation anregen, dass deine Haare da auch wieder gut arbeiten, dass die Kopfhaut gut durchblutet ist. Also probier das unbedingt mal aus. Du kannst einfach die Haare nass machen, dann sanft die Kopfhaut peelen, also schön einmassieren und dann mit unserem Shampoo zweimal auswaschen und anschließend den Conditioner verwenden. Ich bin auf jeden Fall ganz gespannt, was du sagst. Ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren und wir sehen uns nächste Woche wieder in einem neuen Video. Bis dann!